Nun gut, aber wo genau sind wir hier? Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um meinen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Oh ja, dann das ging wirklich ratzefix. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort aus gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Gut, warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Scheint so. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Gut, der Rest ist Standardgefasel. Jo, da haben wir übrigens eine ausgestopfte Habie. Nervige Biester. Die schreien auf jeden Fall ziemlich rum. Bin ich gerade im Tisch gewesen? Jo. Sieht so aus. Ah, schwerer Ast. Darf ich vorstellen? Meine erste Waffe. Der schwere Ast. Warte mal. Kann ich nicht eigentlich in der Steuerung ein bisschen was einstellen? Hier, Steuerung. Aktion, Inventar, Tabulator und Rück. Ach ja, die Rücktaste, ich erinnere mich. Das scheine ich wohl wirklich früher so gehabt zu haben. Das ist so ungewohnt, dass man im Inventar nämlich die Bewegungstasten drücken muss, um sich dort drin zu bewegen und nicht einfach so wählen kann wie in Gothic 3 oder so. Auch dass man jetzt die ganze Zeit mit der Maus die Maus so oft bewegen muss. Was ich mir extra deswegen ein Mauspad anschaffen soll. Irgendwie so. Weil das ist gerade ziemlich laut. Und da unten ist der Weg, den wir dann am Ende gehen werden. Und hier haben wir noch einen Schrein Belias. Boah, wenn ich bete, nein, das wird ja schlimm. Da werde ich bereits jetzt schon besessen. Gott, das geht doch nicht. Nun ja, in jedem Fall, Belia hat den Schläferkopf obendrauf. Jedenfalls das Skelett des Schläferkopfs. Oh, sehr viele Bücher und ein Schlüssel. Wofür war der Schlüssel wohl? Gab es da nicht irgendwo eine Truhe? Jagd und Beute. Jedes Tier und Wesen besitzt eigene Trophäen, die den Ruhm und Reichtum eines erfahrenen Jägers mehren. Ich glaube, das müssen wir nicht alles durchlesen. Pausiert einfach, wenn ihr es lesen wollt. Also es geht auf jeden Fall um die Jagd. Und in diesem Buch geht es um. Das ist ja nochmal genau dasselbe, oder? So. Tränke, permanente Veränderung und ihre Zutaten. Gut, lest es durch. Und ihr lest es gefälligst. Die Insel. Die Hafenstadt Korinis liegt auf einer Insel vor der Küste des Königreichs Myrtana. Tja, aber nicht sehr weit vor der Küste. Ist auf jeden Fall ein bisschen weiter weg. Gehst du jetzt da. Hallo? Geh da weg. Danke. Warte mal. Truhe? Ist dafür der Schlüssel? Sah nicht so aus. So. Gut, jetzt habe ich auch einen kleinen Dolch, aber ich glaube, der ist nicht gut. Mein schwerer Ast scheint besser zu sein, glaube ich. Oh, der Weg des Kampfes, des Angriffs ist die beste Verteidigung. Lest euch durch. Hier gab es noch einen Gürtel, das weiß ich doch. Hier gab es irgendwo noch einen Gürtel, der mir 5 Stärke gab.
Irgendwo. Ich glaube hier bei Xadas. Ansonsten muss ich nochmal im Erdgeschoss gucken, wo wir ja noch nicht waren. Also gut, Gürtel. Gürtel, 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 Gürtel. Gürtel, Gürtel, Gürtelrose. Gürtel, Rundtisch? Nein, kein Gürtel. Hier war die Steintafel. Durch die haben wir übrigens 50 Erfahrung bekommen. Ansonsten haben wir hier nicht unbedingt einen Gürtel. Nein. Oh, ich will meinen Gürtel haben. Und mein Gürtel gehe ich nicht. Also Xalas, wenn du schlau bist und mich loswerden willst, solltest du mir jetzt einen Gürtel liefern. Eine Truhe? Auf jeden Fall ein bisschen Zaubersprüche. Escape. Ich bedanke mich dafür, dass ich. Warte mal. Laborwasserflasche. Wasser, Fackel. Hallo, wo ist mein Fackel? Wo ist mein Gürtel bloß? Ich will meinen Gürtel jetzt. Weidenbeere, Laufleder oder eine Waldbeere. Drachenwurzel, komm schon. Snippergürtel. Da ist mein Gürtel. Geht doch. Dann bin ich glücklich. Goblinbeere. Ich glaube, die gab Geschicklichkeit. Heilkraut. Dunkelpilz. Weidenbeere. Feuernessel. Heilpflanze. Waldbeere. Und Blauflieder. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Grundkräuter. Ein bisschen Gold noch. Hier ist überall ein bisschen Gold. Wenn ich mal so in mein Inventar gehen darf. Ach, man darf wenigstens scrollen. Wenigstens das geht. Aber der Rest geht irgendwie nicht. So, jetzt könnt ihr auf jeden Fall eine Menge sehen, weil für mich war das auch ein bisschen zu dunkel, um ehrlich zu sein. Dann ist das auf YouTube. Was hier sowieso schon alles verdunkelt, ist recht dunkel. Ach hey, dieses Rollenspiel hat nicht nur meine Kindheit geprägt, sondern auch einige meiner Freundschaften bereichert, könnte man sagen. Was wir hier für Spaß hatten? Wenn man eine Fackel anhat, kann man anscheinend bloß so gehen. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Gut, jetzt sollten wir möglichst hier raus, bevor es Nacht wird. Okay, Waffe nehmen ist wenigstens klar. Fackel nehmen ist auch klar. Tja, ich kann hier im Prinzip bloß geradeaus laufen und wie ich laufe. Alter Schwede. Da unten gab es auch noch einen Wald, wo ich, glaube ich, kämpfen konnte. Gegen einige Viecher. Aber dort haben wir erstmal ein Schaf. Der erste Gegner, der uns so unterkommt. Aber ich würde erstmal gucken. Ich habe einen Gürtel und rüste ihn dann am Ende nicht an. So, 5 Stärke. Vielen Dank, Schlüssel. Der Thronschlüssel von Xardas. Habe ich den denn jetzt verwendet? Goblinbeere. Geschicklichkeitsbonus 1. Ist doch gut. Lebensenergiebonus 5. Wenn der Bonus steht, heißt das, es erweitert. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich lasse mal den Rest. Stärkebonus. Na, das ist auf jeden Fall unmissverständlich. Stärke plus 1 Snippergraut. Geschwindigkeitsboost für 5 Sekunden. 15 Sekunden. Und du! Stirb! Ha! Du gibst mir nämlich Fleisch. Leckeres Fleisch. So, die Fackel nehmen wir trotzdem mal. Auch am Tage laufen wir mit Fackel rum, ist doch klar. Das macht doch jeder hier. Haben wir da eigentlich schon irgendwie die Dolche eben Stärke? Ja, benötigte Stärke und erteilte Schaden ist bei den Dolchen tatsächlich weniger als beim Stock. Ich glaube, das sagt einiges aus. Nein, Goblin. Na? Ich muss erstmal wieder rauskriegen, wie man kämpft. Tja, von dem Goblin habe ich mich jedenfalls nicht besiegen lassen. Wenigstens etwas. Ich war auch nie ein guter Gothic-Spieler. Also einer, der jeden Kampf meistern könnte.
Aber irgendwie konnte ich dann trotzdem immer überleben. Ich höre mehr von euch Biestern. Wo zur Hölle seid ihr, hä? Wo seid ihr? Ich sehe mich irgendwie schon früh sterben in dem Spiel. Ah, und den Grund habe ich jetzt auch schon rausgefunden, warum das so sein wird. Guten Tag. Ach so, wehrt man ab. Gut. Warte! One-Hit-Baby! Nichts zu plündern. Jo, glaube ich dir aufs Wort. Wie nichts zu plündern? Ich will doch bloß meine Fackel. Danke. So, haben wir hier noch was? Mein Dunkelpilz? Gut. Jetzt bin ich ganz schön helle mit meinem Dunkelpilz, haha. Ich sag das schon mal in irgendeinem Let's Play. Ich wäre nicht Red Linus, wenn ich keine Flachwitze reißen würde. Nein! Das ist nicht gut! Renn verdammt nochmal! Renn! Folgt's mir? Ja. Das ist ein Feldräuber gewesen und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sollten wir noch auslassen. Man kann es versuchen, klar. Man kann ja auch jederzeit speichern. Speichern wir mal auf Slot 1 und den nehmen wir natürlich die R. Ah. Kommen wir noch weiter? Linus. Geht sogar. Schubi. Gut. Und genau hier kommen wir zum Wald, wo ich hin wollte. Genau. Also hier bin ich schon mal richtig gegangen. In dem Wald treffen wir nämlich einen alten Kumpel aus Gothic 1. Den man so vielleicht sogar übersehen würde. In jedem Fall. Jetzt haben wir abgespeichert. Das heißt, ich versuche es jetzt. Warte. Ich versuche es jetzt mal gegen den. Wow. Ah. Genau so habe ich es mir auch gedacht. Deswegen immer schön speichern, Leute. Man weiß nie, was einen als nächstes umbringt. In jedem Fall. Kein guter Gothic-Spieler mehr hier. Nun ja, ist meine Fackel jetzt. Sie ist weg. Leute, eins müsst ihr euch merken. Wenn ihr mit Fackeln in der Hand abspeichert, dann buggen sie weg. Was, wenn ich mich heile? Und es dann nochmal probiere? Es ist nur ein junger Feldräuber. Also müsste es mir doch möglich sein. Gut. Das ist kein ausgewachsener Feldräuber und von dem habe ich mich dann besiegen lassen? Sag mal, Leute. Wo ist er eigentlich hin? Er ist weg. Seine Leiche ist weg. Ich glaube, ich kann von ihm ohnehin noch nichts plündern. Dafür müsste ich, glaube ich, erstmal Tiere ausweiden lernen. Aber. Weil die geben auch kein Fleisch, sind Insekten halt. Aber trotzdem komisch, dass seine Leiche weg ist. Gut. Den konnten wir zum Glück unter Dauerspam Feuer halten. Und hier gab es noch einen anderen Gang. War doch hier, genau. Und da sollten auch die Goblins sein, die ich hier die ganze Zeit rumquäken höre. Da seid ihr. Drei Stück. Leute, wir könnten ein kleines Problem haben. Ich speichere einfach nochmal. Vorsichtshalber. So, kommt doch her. Ei. Ei, ei, ei. Autsch. Ah, das können wir besser. Wir schaffen es noch, Leute.